Das haben wir auf ein Schiff, das war 6000 Tonnen, war so ein ganz leichtes, das waren die ersten Schiffe, die geschweißt waren. Die früher waren die doch alle geniedet. Und das war so ein leichtes Schiff hier, und da sind wir drauf gekommen, das war leer, war ohne ein bisschen Sand drin, da sind wir da geschaukelt worden, bis an die englische Küste. Und da wurde nachts ein neuer Geleitzug zusammengestellt von 80 Schiffen. Da waren ein Kreuzer, ein Schlachtschiff und ein Flugzeugträger waren dabei. Und wir sind dann gemeinsam in Richtung Amerika gekämpft. Und da haben wir die Schiffe haben wir nicht ganz selten gesehen. Wir waren mal einmal mitten auf dem Meer, da war eine Übung, hatten die. Und da haben wir mal 50 Schiffe gesehen. Da haben wir auch den Kreuzer gesehen. Und der hat da geschossen, ist da oben hergeflogen, hat so einen Sack hinter sich und hat darauf geschossen. Ja, da hatten die so eine praktische Übung. Und da muss man wieder immer, da konnte man oben an Deck gehen, aber das Essen war sehr, in dem Ding, auf dem Lager, sehr schlecht. Wie man da vom Schiff ging, musste ja alles ausziehen, sind wir nackt dort drüber gelaufen und da wurde dann gespritzt für Geläuse und was nicht, dann sind wir x-mal gespritzt worden. Ja. Und unsere Sachen wurden auch gespritzt, da muss man so lange warten, bis sie wieder getrocknet waren und dann ging es wieder in den Zug. Da ging man richtig in den Zug mit amerikanischen großen Waren, keine Zwischenwände sind. Da waren vorne da und hinten da, aber da waren Polster jetzt. Nicht sonst, bis dahin waren wir immer im Güterzug gefahren, im Waggon. Und da sind wir da, von da aus, von New York aus, 4 Tage auch, immer 4 Tage gebraucht. 4 Tage quer durch die USA gefahren, über Chicago, Kansas, Texas, nach El Paso. Und da haben wir die ersten Gefangenen getroffen, die in den USA, die in Afrika gefangen wurden. Die waren ja auch da hingekommen zum Teil. Und da haben wir wir waren ja nicht getrennt, wir konnten nicht beide. Und da war ein Tag, waren wir Gottesdienst, da konnten wir alle zusammen dahin, da war da im freien Gottesdienst. Da sind wir da alle dahin und da haben wir denen erzählt, dass wir in Mainz gefangen worden sind. Und da wir wären auch so bestochen. Die waren immer noch im Siegen. Also die wussten eigentlich gar nicht, wie weit der Krieg in Deutschland schon fortgeschritten war. Das haben die nicht geglaubt. Das hat gesagt, all gelogen. Naja, dann haben wir gelogen. Ich bin in Mainz gefangen worden und fertig.